Es ist mal wieder Zeit für einen Disney Haul. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum April Haul. Ja, es ist wieder soweit, ein weiterer Haul für euch. Erstmal wollte ich ein Thema ansprechen und zwar ist es ja schon vielen aufgefallen, mein Intro hat sich geändert. Ja, das hatte nämlich Gründe und zwar, ich weiß nicht, ich hatte das bisher zweimal nur, aber ich habe jetzt gedacht, bevor das jetzt öfter passiert, wechsle ich einmal das Intro. Es war so, ich weiß gar nicht, wann das war, das neue Intro. Auf jeden Fall habe ich damals halt eine Musik genommen, die eigentlich kein Problem macht bei der Monetarisierung. So, darauf muss man ja achten bei YouTube. Lief auch über die ganzen Monate, ich glaube schon über ein Jahr, lief auch alles gut. Und plötzlich, vor ein paar Wochen, wurde als erstes das Merchandise-Video vom 30. Geburtstag geclaimed. Aber ich so, hä? Was habe ich denn da für Musik? Ich dachte erst aus dem Shop, dass da irgendwelche Musik durchkam und ne, deswegen, nee, das war mein Intro. Und bei YouTube ist es ja so, dass es angezeigt wird, welches Song geclaimed wird. Und ich habe das auch geguckt. Und es hört sich aber überhaupt nicht so an wie mein Intro. Egal, ich habe dann Einspruch erhoben, hat aber nicht funktioniert. Das heißt, ich musste es rausschneiden. Was im Nachhinein geht bei YouTube. Selbes Spiel war bei dem Character-Video, was ich vor kurzem hochgeladen habe. Ein paar Tage später wurde es geclaimed. Wieder das Intro. Und waren jetzt die ersten zwei Videos. Aber ich habe jetzt gedacht, bevor das öfter passiert, hatte ich noch die Nora im Hinterkopf, denn sie hat mir vor ein paar Wochen angeboten, also sie hat mir mein Intro als neue Version geschickt mit der alten Musik. Da habe ich mich dran erinnert, habe gesagt, Nora, magst du mir denn nicht ein neues Intro basteln mit der neuen Musik, die ich mir dann rausgesucht habe, bei der ich auch Lizenzen zahle, das heißt, es sollte kein Problem sein. Deswegen, ja, habe ich Nora gefragt, ob sie mir ein neues Intro bastelt. Und das seht ihr jetzt seit zwei Videos, glaube ich. Das ist jetzt das dritte mit dem neuen Intro. Ihr seid auch sehr begeistert, die Resonanz ist super. Und ja, wollte ich aber nur kurz erklären, warum ich es auf einmal gewechselt habe. Ich hatte keine Lust auf weitere Claims. Ja, vielen Dank nochmal an Nora. Ich finde, sie hat einen ganz, ganz tollen Job gemacht. Und ja, ich schreibe es auch immer in die Kommentare, dass euch das neue Intro auch sehr gut gefällt. Ja. So viel dazu und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Haul. Es ist wieder sehr klamottenlastig, also es ist wieder einiges dabei, viele Try-Ons, die ich noch filmen muss. Aber was ich nicht alles für euch tue. So, und ich würde sagen, wir legen los. Ja, noch kurz zur Info für euch, ich mache unten in die Zeitleiste wieder diese Time-Sprünge, wo die Firmen drin stehen oder die Shops. Da könnt ihr halt vor und zurückspringen, wenn euch was nicht interessiert. Genau, nochmal kurz als Info. Ja, beginnen wir mit einer Kooperation. Ich habe wieder Schmuck von Anna Luisa bekommen und den möchte ich euch nicht voranhalten, denn die haben wieder tolle Aktionen jetzt auch zum Muttertag. Bald ist ja Muttertag, ich glaube am 8. Mai. Und ja, die haben wirklich tolle Aktionen jetzt zum Muttertag und ich habe mir drei tolle Teile aussuchen dürfen. Also die haben jetzt keinen direkten Disney-Schmuck, aber ich finde, die haben schon was mit, kann man schon so in die Richtung schieben, ne? Ja. Also einmal habe ich mir hier diese Ohrringe ausgesucht. Ich zeige euch die auch gleich mal getragen. Wenn ihr es erkennen könnt, das sind kleine Rosen. Ja, für Schön und das Biest natürlich. Ich zeige euch auch später ein Kleid, wozu die Ohrringe super passen werden. Also einmal Schön und das Biest Ohrringe. Dann, ja, Harry Potter ist auch dabei und zwar so kleine Blitzohrringe. Ja, die kann man super für ein Harry Potter Outfit kombinieren. Ich fliege ja Ende Mai nach London und wir wollen die Harry Potter Studios natürlich auch besuchen. Und da werde ich die Ohrringe natürlich auch passend zum Outfit anziehen. Die wären natürlich auch super für Universal gewesen im Januar, aber kam jetzt. Ja, einmal die Ohrringe. Und als drittes habe ich eine Kette, eine relativ basic Kette mir ausgesucht. Und zwar sieht die so aus. Ja, ganz kleine Perlen in Gold. Ich zeige sie euch auch gleich getragen. Und ich werde sie auch im Layering-Look tragen. Denn die Kette kann man super zu anderen Ketten kombinieren, mit größeren Ketten, dass man ein Layering-Look, dass ein Layering-Look entsteht. So. Schwieriges Wort. Genau.
Also die drei Sachen durfte ich mir aussuchen, finde ich super schön. Also generell, Annalise hat einen ganz, ganz tollen Schmuck. Ich packe euch natürlich gern unten den Link in die Infobox. Schaut gerne bei Annalise vorbei. Wie gesagt, jetzt zum Muttertag gibt es super schöne Aktionen dort. Ja, mich würde tatsächlich interessieren, ist Muttertag für euch eigentlich so ein besonderer Tag? Feiert ihr den so wie Valentinstag? Beschenkt ihr eure Mütter? Besucht ihr eure Mütter? Macht ihr was Besonderes? Backt ihr einen Kuchen? Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare. Also meine Mutter hat es immer gern, dass ich vorbeikomme an Muttertag. Und ich hätte ihr tatsächlich auch gern was geschenkt. Also ich schenke ihr was. Ich wollte ihr eigentlich den Schal schenken so vom 30. Geburtstag, den blauen, den ich ja auch habe. Aber der war leider ausverkauft, als ich ihn kaufen wollte. Und ja, aber ich hoffe, dass er bald wiederkommt, dann kaufe ich ihn ihr nachträglich. Und dann bekommt sie aber die goldene Kette von Annalisa, die ich euch eben gezeigt habe. Genau, sie hat sich eine goldene Kette gewünscht und dann bekommt sie die von mir. Geht weiter, dass die Sachen, die ich euch jetzt zeige, habe ich euch ja schon im März-Haul angekündigt. Da habe ich euch ja gesagt, ich habe mit der lieben Niki bestellt bei Stitch OP bei Loungefly. Ja. Mein Verderben. Und ja, die Niki kam wieder aus Amerika zurück. Aber wie gesagt, wir haben ja schon im März bestellt. Aber jetzt kam sie, die Sachen, und hat sie mir zugeschickt per Post. Und ich möchte euch es nicht vorenthalten. Ich liebe die Sachen. Und ich habe schon wieder gesehen, zwei neue Kollektionen. Ich dachte eigentlich, mit den Sachen habe ich in der Story gezeigt bei Instagram. Und da habe ich gesagt, ach, jetzt habe ich erstmal alle Kollektionen, die ich unbedingt haben wollte. Irgendwie gefühlt ein paar Tage später kam dann schon die Ankündigung, ja, schön und, Schneewittchen kommt nochmal als Collection und jetzt auch Schön und das Biest. Tja, also wieder zwei neue Kollektionen auf meiner Wunschliste. Ich werde es, denke ich mal, spätestens mir kaufen, wenn Brina nach Amerika fliegt. Dann, schicke ich es dann ins Hotel, wo Brina übernachtet und sie bringt es mir dann hoffentlich mit. So, ich zeige euch jetzt aber die Outfits, die ich bekommen habe. Und zwar einmal das Winnie-Pooh-Outfit. Und zwar mit dem Oberteil in hellblau. Finde ich echt ein richtig schönes Blau. Das Problem bei so T-Shirts ist immer die Schweißflecken. Also ich bin jetzt mal ehrlich, da sieht man auch bei dem anderen T-Shirt sofort die Schweißflecken. Egal, da muss man, gibt da diverse Tricks als Frau, wie man das, dass man das nicht sieht. Ne? Ja, hier seht ihr kein Ferkel hier vorne und es gibt natürlich wie bei jeder Klamotte einen Pin. Ja, einmal den Winnie-Pooh-Pin. Das ist das Oberteil. Und den passenden Rock, jetzt seht ihr auch beides dann im Try-On, ist der hier. Ist da eine Sean? Kleine Bienchen. Winnie-Pooh auf einem fliegenden Ballon. Also richtig cute. Und ich habe mir jetzt tatsächlich, weil auch immer viele fragen, in welchen Größen ich das bestelle. Bei Winnie-Pooh habe ich mir jetzt im Rock habe ich mir M bestellt und bei den Shirts bin ich tatsächlich bei XL. Weil die so, also die sind schon recht eng anliegend und auch stretchy, aber sonst bei L schnüren sie mir so ein bisschen in die Arme ein. Ich habe so ein bisschen dickere Oberarme. Deswegen XL bei den T-Shirts und M bei dem Rock, weil hier hinten ist auch ein Gummi drin. Plus Reißverschluss und Knopf, also ein bisschen Spielraum hat man bei den Sachen. Und hier steht Oh Brother. Und ja, das war das erste Outfit. Ich weiß gar nicht, was ich damals für beide bezahlt habe. Ich glaube, es war 120 Euro, weil das nächste Outfit war, glaube ich, im Sale sogar tatsächlich. Also dafür habe ich Vollpreis bezahlt, das nächste war im Sale. Aber ich weiß nicht, also auf jeden Fall über 100 Euro, aber so im Schnitt
ohne Rabatt kostet so ein Rock, glaube ich, um die 60, 70 Euro und so ein T-Shirt um die 25 bis 30 Euro. Ja, deswegen kommt man pro Outfit auf ca. 100 Euro, aber das war, wie gesagt, im Sale. Und zwar das Villains-Outfit. Ja, Halloween ist noch nicht, aber man kann ja schon mal sich darauf vorbereiten. Ist ja jetzt auch, wann war das? Also wenn ich das Video drehe, gestern war Halfway to Halloween. Die ersten Bilder von Halloween wurden schon gepostet, also kann ich auch schon Halloween-Sachen zeigen. Ja, und zwar einmal dieses T-Shirt und da muss ich sagen, sieht man auch die Schweißflecken. Ungemein bei so einem Stoff, bei der Farbe. Aber im Oktober ist meistens ja schon ein bisschen kühler, da kann man fast drüber ziehen. Genau, hier steht Happily Never After. Und ihr habt hier so kleine Details zu den Villains, also den vergifteten Apfel, den Hut von Dr. Facilier, Hades, ja, so ein paar hier, Ursula, also ein paar Zeichen für die Villains. Das ist der passende Pin. Dazu gab es auch eine Tasche, aber bei den Taschen, muss ich sagen, bin ich zum Glück raus. Das ist das T-Shirt und jetzt der Rock und jetzt seht ihr auch das Try-On dann dazu. Ist hier der Villains Rock. Und hier seht ihr auch die Bücher wieder von dem Pin und auch hier wieder die kleinen Merkmale, die auf die Villains hindeuten. Der Apfel, die Krone von der bösen Königin. Hier habt ihr tatsächlich auch die Handlanger von Hades. Hier sind die zwei. Finde ich auch richtig cool, das Detail. Ja, was haben wir noch? Den Raben hier von Maleficent. Also ich habe mir den Rock gar nicht so genau angeguckt. Der Haken von Captain Hook. Ja, also ich liebe einfach die Röcke. Und ja, das waren die zwei Outfits von Stitch Shopee bei Loungefly. Es ist tatsächlich, also oh, hier sehe ich auch gerade, weil ich den Film letztens geguckt habe, Königreich für ein Lama, das Fläschchen, wo Cusco zum Lama verwandelt wurde. Ist auch, also Merchandise von denen ist ja auch sehr selten. Also richtig cooler Film, mag ich gerne. Ja, die Sachen bekommt man leider nur in Amerika, das heißt über Personal Shopper oder ihr seid selbst mal in Amerika, lasst es euch ins Hotel schicken. Das sind halt leider zurzeit die einzigen Möglichkeiten für die Klamotten. Ja, es kommt tatsächlich noch eine Sache aus Amerika. Und die andere Sache aus Amerika, die ich auch im April bekommen habe, die eigentlich hier reingehört, dazu mache ich euch in den nächsten Tagen ein separates Video, weil das wird ein Unboxing. Ich habe es noch nicht ausgepackt und ich mache es mit euch hier zusammen in den Videos. Oder in dem Video. Also denkt dran, meinen Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu drücken, dass ihr es nicht verpasst. Ich kann euch garantieren, das ist der Knaller. Ja, obwohl ich es noch nicht mal ausgepackt habe. Aber ich weiß, was drin ist. Das heißt, nicht das Video auf jeden Fall nicht verpassen. Machen wir weiter mit Zara. Da habe ich eine Sache mir jetzt gekauft. Und zwar gab es wieder diese neuen, ja, sie schreiben mal Kleider. Aber für mich ist das kein, es ist ein Long Sleeve, Long T-Shirts, weil für Kleid sind die mir einfach zu kurz. Aber ich zeige es euch mal im Try-On. Ich werde die mit Shorts kombinieren. Ich werde einfach kurze Shorts, die ich auch normalerweise unter den Rücken trage, einfach anziehen. Und dann hat man auch nicht mehr die Gefahr, dass da irgendwas aufblitzt. Ja, Kostenpunkt 18 Euro und man hat die coolen Neonfarben. Also richtig cool. Mit Donald, mit Goofy, Mickey, Minnie. Daisy ist auch dabei. Ich weiß gar nicht, sehe ich Pluto noch? Ne, ich glaube Pluto. Pluto haben sie weggelassen, aber trotzdem ein richtig cooles Kleid. Wie gesagt, mit einer Shorts kann man die gut kombinieren von Zara. Und dann geht es weiter mit Sandalen von Reserved. Reserved hat ja auch immer Disney-Sachen. Und die Schuhe sind tatsächlich aus der Kinderabteilung. Habe ich euch schon mal öfter gesagt. Bei Zara und auch bei Reserved gibt es Schuhe in der Kinderabteilung, aber die gehen tatsächlich meistens bis Größe 40. Ich habe Größe 38, das heißt, ja, ich konnte mir die Schuhe bestellen. Viele werden jetzt sagen, die sehen wirklich aus wie Kinderschuhe. Aber ich fand sie trotzdem cool, weil das sind keine Zehentreter. Also die haben hier keinen Flipflop mäßig. Und mittlerweile kann ich keine Birkenstocks mehr anziehen, weil mir das zwischen den Zehen wehtut. Was ich richtig schade finde, ich habe so viele Birkenstocks, auch von Disney, die kann ich leider nicht mehr anziehen, werde ich auch demnächst verkaufen bei Vinted. Also Vinted, kann ich euch gerne auch mal unten in die Infobox verlinken, mein Vinted-Account. Ja, genau, deswegen habe ich mir jetzt die Sandalen hier gekauft. Hier ist so ein goldener Mickey-Kopf und ja, mit so Klettverschluss. Sehen halt so ein bisschen aus wie Birkenstocks. Die Sohle ist sogar aus Leder. Und die haben, ich glaube, 20 Euro gekostet. Aber ich müsste jetzt nochmal nachschauen.
Genau, der eigentliche Preis war 20 Euro, aber es gab so ein Rabattaktion-Ding und ich habe nur 16 Euro für die Sandalen hier bezahlt. Ja, wie gesagt, manche werden sagen, es sind wirklich, sehen aus wie so Mädchensandalen. Im Herzen bin ich doch trotzdem noch ein Mädchen. Genau, das war das von Reserved. Dann machen wir direkt weiter mit den deutschen Shops und zwar mit C&A. Ja, ich habe tatsächlich noch Shop Disney, da habe ich auch lange nicht mehr bestellt. Natürlich Disney in Paris, Primark, da habe ich noch eine Kooperation und noch die eine Sache aus Amerika, die ich euch noch zeigen möchte. Aber wir machen erstmal weiter mit C&A und zwar hat C&A jetzt Disney Bademode für Erwachsene. Ja, das muss ich sagen, war auch immer so eine Nische oder so ein Ding. Ich habe keine schönen Disney Bikinis gehabt bisher. Es gab mal hier und wieder bei Primark welche, aber vom Schnitt her war das überhaupt nichts für meine Figur. Aber jetzt bei C&A bin ich fündig geworden. Es gibt auch noch Badeanzüge, also schaut da gerne mal vorbei. In den Try-Ons werde ich aber einen Rock kombinieren. Also ich werde euch obenrum zeigen, wie es geschnitten ist. Ich zeige euch auch hier, wie die Sachen aussehen. Ich werde mich aber nicht komplett im Bikini vor die Kamera stellen. Das ist mir dann auch immer noch, also es ist mir ein bisschen unangenehm, weil ich natürlich auch die ein oder andere Problemzone habe. Ich weiß, wie man sie kaschieren kann. Aber jetzt komplett im Bikini werde ich mich hier nicht hinstellen. Deswegen werde ich das mit einem Rock kombinieren im Try-On, damit ihr trotzdem sehen könnt, wie die Sachen obenrum sitzen. Ich werde euch natürlich auch die Größen sagen. Da fangen wir jetzt an mit dem Bikini. Und zwar hat das Mickey und Minnie in schwarz-weiß. Richtig schön mit so einem Push-Up-Cup. Und den habe ich, jetzt werdet ihr auch meine BH-Größe wissen, den habe ich in 80D gekauft. Fallen ein bisschen kleiner aus, deswegen habe ich eine Körbchengröße. Körbchengröße größer genommen. Oh Gott, das ist auch so ein Zungenbrecher. Genau, also 80D habe ich hier. Und das passende Höschen dazu habe ich in 42 bestellt. Und ich muss sagen, eigentlich bin ich gar nicht so ein Fan von diesen breiten Höschenbünden. Aber hier sah es tatsächlich ganz gut aus bei mir. Und kaschiert auch so ein bisschen die Problemzonen, die ich habe. Ja, deswegen ja, das passende Höschen in Größe 42. Was die Bikinis gekostet haben, muss ich tatsächlich gleich auch nochmal gucken. Das weiß ich nicht mehr. Dann der andere Bikini ist ein Triangle-Bikini, wie es auch immer so heißt. Sieht so aus mit Punkten und Mickey-Köpfen, auch richtig cool. In Größe 42 das Oberteil, fällt auch ein bisschen kleiner aus, finde ich. Hat auch hier so Push-Ups drin, kann man aber rausholen. Ich finde, nach der ersten Wäsche sehen die Push-Ups auch echt doof aus. Ich kriege die dann nie wieder so in die Form, wie sie halt so sind, wenn sie aus dem Laden kommen, nach der ersten Wäsche. Deswegen mache ich die auch irgendwann einfach raus. Und ja, das passende Höschen dazu sieht so aus. Also der Sommer kann kommen, würde ich sagen. So, ich gucke jetzt, was die gekostet haben. So, da haben wir es. Also ihr findet auch alle Links natürlich unten in der Infobox zu den Sachen, die es natürlich online gibt, wie immer. Das rote Oberteil hat 15 Euro gekostet. Das schwarz-weiße, das passende Höschen zum roten Oberteil hat 10 Euro gekostet. Also das Set 25 Euro, genauso wie das schwarz-weiße Set. Also Oberteil 15 Euro, Höschen 10 Euro. Genau, ja, könnt ihr mal gucken bei C&A, ob es auch was für euch ist. Aber ich bin froh, jetzt endlich mal auch Disney-Bikinis zu haben. Machen wir weiter mit Primark. Da waren wir ja einmal im Val d'Europe vor unserem letzten Disney-Trip, wo wir waren. Und auch die Brina hat mir eine Sache mitgebracht aus Kaiserslautern. Denn einmal die Tasche hat mir Brina mitgebracht aus Kaiserslautern, die gab es aber auch im Val d'Europe. Es kostete 16 Euro. Wie gesagt, gibt es in schwarz und in weiß. Die seht ihr gleich. Die habe ich nämlich im Val d'Europe gekauft. Gibt einen kurzen goldenen Henkel. Und die habt ihr hier auch so Mickey-Köpfe. Seht ihr das? Richtig süß. Und einen langen schwarzen Gurt. Und ich finde es gut, dass die einen Druckknopf hat, weil ich finde, die Reißverschlüsse bei Primark gehen immer relativ schnell kaputt. Deswegen, ja, es hat richtig viel Platz. Hatte ich auch schon im Disneyland an. Gefällt mir echt gut. Das passende, die passende weiße Tasche, das Pendant dazu, in weiß sieht so aus, hat auch 16 Euro gekostet, hat auch einen langen Gürtel drin, hat auch hier diese Mickey-Köpfe in der goldenen Kette drin. Echt schön für den Sommer zu kombinieren. Ja, hat auch einen Druckknopf, ist alles da, was sich gehört. Finde ich echt gut. Dann gab es Haarklammern.
Ich weiß auch nicht, wie die aussehen werden. Für 3,50 Euro bei Primark. Hier ist es angezeigt. Sieht man das? So. Ich weiß auch nicht, wozu ich die benutzen werde, aber Mickey Haarklammern vielleicht auch nur zum Putzen, dass die Haare mir nicht ins Gesicht fliegen. Und das letzte Teil, was ich mir im Valderob gekauft habe, war dieser Body für 8 Euro. Genau, ist einfach ein weißes T-Shirt mit Mickey Maus drauf, was ich eigentlich 5000 Mal schon habe. Aber das Besondere ist halt daran, dass es ein Body ist. Und ich muss sagen, im Sommer zu Röcken trage ich sehr gerne Bodies. Und ja, das ist jetzt mein erster. Das ist gelungen. Das ist nicht mein erster Disney Body. Aber ein weiterer Disney Body. Ja, ich würde sagen, Shop Disney und Disney in Paris machen wir zum Schluss. Kommt jetzt noch die eine Sache aus Amerika und zwar von Unique Vintage. Bei denen habe ich ja schon mal vor, ich glaube, 1-2 Jahren was bestellt. Dann wieder nicht. Aber jetzt haben sie wieder ein paar schöne Disney-Sachen, die sie auch nach Deutschland schicken. Also kommen aus Amerika, schicken auch nach Deutschland. Der Versand ist auch gar nicht so hoch und bei der Sache musste ich jetzt auch gar keinen Zoll bezahlen, was mich sehr verwundert hat. Aber beim Zoll ist das wahrscheinlich wie beim Lotto-Spielen. Mal ja, mal nein. Ich habe mir dieses wunderschöne Schöne und das Biest-Kleid bestellt. Ihr seht es, in Größe L war das, glaube ich. Genau, in Größe L. Richtig schön, muss ich sagen. Gefällt mir echt gut. Mein erstes Schön und das Biest-Kleid, was mich ein bisschen wundert. Ja, werde am Sonntag, also wenn das Video online geht, haben wir das schon gebastelt mit Brina. Brina kommt ja nämlich und wir basteln Ohren, ganz besondere Ohren. Und möchte mir dazu die passenden Ohren basteln. Das Video wird auch online kommen. Denkt dran, die Glocke zu drücken, dass ihr das Video nicht verpasst. Wird, glaube ich, ganz gut aussehen. Ja, also einmal das Kleid aus Amerika von Unique Vintage. Die Firma, die das Kleid gemacht hat, heißt Cake Worthy. Die haben auch andere schöne Kleider, wie zum Beispiel von Aurora oder Mickey und von Mickey ein rotes Kleid. Also die haben ein paar schöne Kleider, die mir auch gefallen. Das hat jetzt 71 Euro gekostet. Der Versand war, glaube ich, 15 Euro und wie gesagt, kein Zoll. Kommen wir zu TQ. Es ist ein kleiner Shop aus England. Die haben mir nämlich was zugeschickt und ich wusste nicht, was sie mir zuschicken. Sie haben gesagt, sie schicken mir etwas zu und ich soll mir einfach meine Größe sagen. Und da kam es dann, die Tage, und als ich es ausgepackt habe, dachte ich, es sieht so schön aus. Ich war so happy. Und zwar ist es dieser Jersey. Und er ist tatsächlich geschnitten wie ein Spirit Jersey. Ja, tatsächlich. Also könnt ihr da einen Spirit Jersey bestellen. Das ist jetzt die Kollektion zum 30. Geburtstag. Ich zeige euch auch gleich, warum. Einmal hier vorne diese Stickerei mit dem Schloss. Und ihr seht die Details auf dem Feuerwerk. Da ist einmal Woodys Stiefel, eine Pirates-Flagge, eine Krone für Aurora und hier einmal die Raketen. Richtig schön schon mal von vorne. Ich liebe auch diesen Batik-Look, dieses Eingefärbte, muss ich sagen, gefällt mir echt gut. Und jetzt kommen wir zum Highlight, weil es ist nicht nur geschnitten wie ein Spirit Jersey, es ist auch wie ein Spirit Jersey von hinten. Und zwar steht hinten 30 Years of Magic 1992 bis 2002. Ich bin echt verliebt in diesen Spirit Jersey. Und TQ hat viele andere Kollektionen, aber natürlich auch zum 30. Geburtstag. Jetzt demnächst kommt eine Winnie Pooh-Kollektion. Die haben wunderschöne Kleider. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auch demnächst mal da bestellen mit meinem Code, den ich euch gleich sage, denn ihr könnt tatsächlich noch was sparen. Bitte denkt dran, die Sachen kommen aus Großbritannien. Da kann natürlich auch Zoll anfallen. Aber trotzdem, also ich finde, es ist wert. Ich verlinke euch den Shop natürlich auch unten in der Infobox. Schaut gerne mal bei TQ vorbei. Ich finde es mega. Ich finde es so, so schön und ich werde es auf jeden Fall im Mai dann auch im Disneyland tragen. Kommen wir zum Code noch. Ihr bekommt mit Moonimaus 10% Rabatt auf euren Einkauf bei TQ. Link unten in der Infobox, da schreibe ich euch nochmal den Code auch nochmal rein. Also schaut gerne mal bei dem Shop vorbei, viel Spaß beim Stöbern und ich werde demnächst auch mal schauen, ob ich mir noch ein Kleid von ihm bestelle. Kommen wir zur Shop Disney, da habe ich ja tatsächlich länger nicht mehr bestellt. Ich habe mir ja die Coach-Tasche bestellt, aber seitdem oder vor dem, also nichts mehr. Also da halte ich mich gut zurück, was bei Shop Disney angeht. Aber jetzt war Fan Friday, da gab es 20% auf ganz viele Sachen und Brina und ich haben bestellt. Und so haben wir uns einmal die Ohren bestellt, haben vorher 30 Euro gekostet,
kosteten dann, glaube ich, 24 Euro mit den 20%. Die sind aus Disneyland Anaheim. Das heißt, man hat dann so ein paar Iconics von Disneyland Anaheim. Fand ich richtig schön. Es gibt auch noch den passenden Rucksack online und den Pullover, aber es sind erstmal nur die Ohren geworden. Und dann habe ich mir noch ein bisschen Deko bestellt für zu Hause und ich war ein bisschen verblüfft, wie groß das alles ist, weil auf den Bildern online sah das alles so klein aus. Und da habe ich schon gedacht, boah, die Sachen sind ganz schön teuer für die Größe. Aber nee, ich habe natürlich nicht auf die Zentimeterzahl geachtet. Einmal hier diesen Pflanztopf, das sind natürlich alles künstliche Pflanzen, aber sowas stelle ich mir halt gerne in Ecken, wo keine Sonne reinkommt. Jetzt ist hier kein Preis dran, weil jetzt muss ich auch noch wieder gucken, was es gekostet hat. Aber hier vorne ist der Mickey-Kopf, hinten steht Be Happy. Das ist die erste Pflanze, die ich mir gekauft habe von der Kollektion. Wie gesagt, findet ihr auch nochmal unten in der Infobox. Dann gab es hier diese künstliche Pflanze, ist hier ein Preis dran? Natürlich nicht. Warum auch? Genau, hier ist es auch, wie gesagt, künstlich, fand ich aber auch schön in diesem Blau. Aber man merkt, das sind auch natürlich auch Staubfänger, so künstliche Pflanzen. Habe ich aber trotzdem immer gerne in dunklen Ecken stehen. Und dann halt auch noch mit diesem Disney-Design. Und das dritte Stück, was es gab, war ein Teelichthalter. Und ich stell mir unter Teelichthaltern was anderes vor als das. Das ist ja schon für mich wie so ein... Kann man auch tatsächlich in der Küche hinstellen für die ganzen... Also so Suppenkelle und sowas. Weil das ist riesig. Also ich weiß nicht, was da für ein Teelicht rein soll. Das ist halt so ein Riesenteelicht. Also ein kleines, das geht ja da unter. Also das ist, da passt ja mein ganzer Unterarm fast schon rein. Ja, hat mich ein bisschen gewundert, dass es so groß war. Natürlich auch kein Preis dran. Aber finde ich trotzdem sehr schick. Ich habe mir zum Glück eins bestellt, weil ich bin eigentlich so ein Mensch, der immer gerne so Symmetrie hat, auch in der Wohnung, auch mit so Teelichthaltern. Aber ich dachte mal, nee, der war so teuer, eins reicht erstmal. Ja, ich glaube, eins reicht auch von der Größe her. Aber trotzdem richtig schön. Ich freue mich schon, demnächst mal einzusetzen und zu gucken, wie schön die Mickey-Köpfe da an die Wand strahlen. Ist auch auf jeden Fall aus Keramik, glaube ich. Ja, jetzt gucke ich mal, was es gekostet hat. Also ich finde es jetzt leider nicht auf die Schnelle und ich muss gleich los. Der Teelichthalter hat auf jeden Fall 35 Euro ohne Rabatt gekostet. Da ging auch die 20% runter. Bei den Pflanzen finde ich jetzt nicht auf die Schnelle, packe ich aber den Link euch nach dem Schneiden unten in die Infobox. Genau, das waren die Sachen von Shop Disney. Und jetzt kommen wir noch zu Disneyland Paris auf die Schnelle. Wir waren ja zum 30. Geburtstag da, also zum eigentlichen 30. Geburtstag. Und da gab es erstmal ein paar Sachen gratis, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Es gab einmal einen Sticker mit I was there. Dann gab es den Hotel-Button, den haben wir auch endlich bekommen, mit meinem Namen drauf. Und da gab es hier diese coole Parkmap, wo, wenn man die aufklappt, hat man die Parkmap von 1992. Und wenn man die nochmal aufklappt, hat man die Parkmap von heute. Und noch ein paar sonstige Details. Ja, die gab es tatsächlich nur an dem Tag. Richtig coole Erinnerung. Und da gab es noch eine Flagge, die ist bei mir schon ein bisschen mitgenommen, wenn man die so viel geschwungen hat. Aber ich hab noch eine andere zum Glück. Aber die ist echt schon sehr mitgenommen gewesen. Aber trotzdem richtig cool. Ja, das gab es gratis. Dann, noch was gab es gratis. Und zwar das, wo wir bei dem Panel waren. Von den Imagineers. Wie nennt man das? Dieses Kärtchen. Ich behalte ja tatsächlich von allen Inside Ears Events behalte ich diese Kärtchen auf als Erinnerung. Ich muss tatsächlich auch mal so eine Erinnerungsbox kaufen für die ganzen Disney-Sachen. Wenn ihr da irgendwie einen Tipp habt oder eine Idee für eine schöne Disney-Box, schreibt mir gerne bei Instagram. Da suche ich tatsächlich noch. Ja, da habe ich noch mal ein paar Sachen gekauft. Natürlich, wie immer. Ja, einmal, womit fange ich an? Fangen wir mit den Klamotten an. Da gab es einmal das T-Shirt, was es nur am 12. April gab, auch gefühlt nach 2 Stunden ausverkauft. Ich bin eigentlich immer noch nicht so begeistert von der Farbe. Ich finde, graue T-Shirts sehen immer so ein bisschen aus wie Schlafanzug. Und da haben wir wieder das Schweißfleckenproblem. Aber da es ja ein limitiertes T-Shirt war und nur am 12. und eine tolle Erinnerung an den 12. April, dachte ich, komm, kaufst es dir. Es hat, glaube ich, 26 Euro gekostet. Und
Die Sachen da drauf finde ich tatsächlich schön, aber ich hätte es schöner gefunden in weiß. Naja, dann gab es das, das haben wir tatsächlich, das habe ich euch schon gezeigt, dieses bedruckte, ich weiß nicht, warum das hier ist, das habe ich schon im März schon gezeigt. Das haben wir uns ja drucken lassen im Disney Fashion. Dann gab es noch das goldene Tinkerbell-Shirt, welches ich auch schon anhatte, mit dem Rock von der lieben Steffi. Das sah echt gut aus. Kostenpunkt, ich glaube 35 Euro. Es war auf jeden Fall über 30 Euro. Und ich habe gesagt, boah, ist das teuer für so ein T-Shirt. Aber hier oben habt ihr so silberne Streifen. Und wie gesagt, die Tinkerbell. Und zu dem Rock sah es richtig gut aus. Und natürlich habe ich mir auch die passenden goldenen Ohren gekauft. Die haben, ich glaube, 23 Euro gekostet. Ja. Aber hier hängt schon nichts mehr, weil ich die auch anhatte. Aber ich glaube, die waren 23 Euro. Ja, hier oben vorne habt ihr eine Tinkerbell mit Schloss. An der Seite steht Disney Paris. Die sind natürlich super ähnlich zu den ganzen Ohren, die es schon gab. Es gab ja zum 25. Geburtstag schon goldene Ohren. Dann gab es auch jetzt vor ein paar Jahren die Tinkerbell-Ohren. Sahen genauso aus, nur dass man halt hier vorne kein Schloss hatte mit einer Tinkerbell. Das ist der einzige Unterschied. Aber die anderen habe ich verkauft und habe mir die geholt, weil die vom 30. Geburtstag waren. Obwohl es da nicht mehr draufsteht. Ja, also goldene Ohren und T-Shirt. Ah, den Schmuck habe ich ja auch noch. Fällt mir gerade ein, den habe ich gerade nicht. Den muss ich noch holen, den Schmuck vom 30. Geburtstag, den ich mir geholt habe. Dann gab es, bleiben wir dann bei Schmuck, den, wo ist er? Da, ist schon rausgefallen. Oh, jetzt geht der Akku gleich leer. Ich flipp aus. Neuer Akku und Schmuck geholt. Aber ich wollte euch ja erstmal den Pandora-Anhänger zeigen, den es zum 30. Geburtstag gab. Es gab ja zwei. Der andere war dann schon ausverkauft, aber den wollte ich eh nicht haben. Ich wollte nämlich hier den haben. Morgens haben die sich ja, also die gab es auch am 12. Januar, April. Und da haben ja Leute teilweise 3 Stunden angestanden. Wir waren dann abends nochmal im Harringtons. Und da gab es tatsächlich die Anhänger noch. Ohne Wartezeit. Ich versuche euch mal die drei. So sieht man es, genau. Und hinten habt ihr das Disney in Paris. Steht da nochmal hinten. Disney in Paris, genau. Den gab es für mich. Kostete 79 Euro. Aber Jahreskartenrabatt natürlich bei allem, was aus Disneyland ist. Den gab es. Dann bleiben wir direkt bei Schmuck, den ich geholt habe. Denn ich habe mir noch die Kette und die Ohrringe vom 30. Geburtstag gekauft. Ich zeige euch jetzt exemplarisch hier einmal den Ohrring. Das ist im Prinzip die 30 mit der Tinkerbell in der Mitte. Finde ich richtig schön. Und dazu die passende Kette. Ich glaube, Kette jeweils und Ohrringe waren je 35 Euro. Aber ich bin mir jetzt auch nicht so komplett sicher, weil, wie gesagt, die Packung habe ich nicht mehr. Und bei dem Schmuck ist es ja eh immer so, dass das nach Farben geht. Genau, da sieht man das. Habe ich das Glitzer jetzt außen? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube schon. Genau, das ist die passende Kette zu den Ohrringen. Ja, hatte ich schon vorher bei den Ankündigungen, fand ich das super schön und habe gesagt, das brauche ich auf jeden Fall, das Set. Und jetzt kam es raus, gab es im Walt of Disney und musste mit. Dann gab es 2 Magneten, wenn wir schon dabei sind. Einmal hier den Magneten für meinen Kühlschrank für 6 Euro und den Magneten für 5 Euro. Dann gab es einen Pin. Wir waren ja im Waltz essen und den Pin zum 30. Geburtstag aus dem Waltz gibt es auch nur, wenn man dort essen war. Kostenpunkt 16 Euro gewesen. Dann gab es noch die neuen Tüten. Und zwar ja, gibt es einmal die kleine Tüte in dem neuen Design für 2 Euro. Hinten habt ihr den zukünftigen Avengers Campus. Und vorne steht 30 Years of Magic. Ich finde die richtig cool, die neuen. Und endlich gibt es wieder kleine. Die waren ja zwischenzeitlich ausverkauft. Ich habe auch direkt 3 Stück gekauft. Wie gesagt, 2 Euro. Dann die mittlere, 3 Euro. Und das ist natürlich eine neue Größe von den mittleren. Die gab es vorher noch nicht, die Größe. Kostet 3 Euro. Und dann gibt es noch eine größere Größe, die im Prinzip bei den alten Taschen die mittlere war. Das ist aber bei den Taschen die größte für 4 Euro. Und die ganz großen Taschen gibt es in dem Design noch nicht oder gar nicht. Ob sie kommen, keine Ahnung. Aber die ganz großen, wo man jetzt so Riesenfiguren oder so drin transportieren kann, gibt es nur von den ganz großen, von dem alten Design. Genau. Also 3 Euro, 2 Euro und die ganz große, die steht da hinten, 4 Euro. Finde ich richtig schick. Genau. Das waren die Sachen, die ich mir selbst vor Ort gekauft habe, als ich da war. Und dann kam noch was Besonderes per Post. Ah, da muss ich jetzt hochheben. Die liebe Nadine war da, als die Big Figure rauskam. Und Daniel und ich hatten natürlich super Angst, dass wir sie nicht bekommen.
Denn wir wissen ja, bei limitierten Sachen oder bei zurzeit bei dem ganzen Merch ist es halt wie Roulette spielen. Man bekommt's oder wenn man direkt da ist. Oder man wartet und man bekommt es nicht, weil sofort ausverkauft ist. Oder man hat Glück und es ist da, wenn man noch da, wenn man hinfährt. Die Figur gab es jetzt noch, als wir da waren. Aber wie gesagt, das weiß man vorher nicht. Und die liebe Nadine hat sich die Mühe gemacht und uns beiden die Figur mitgebracht aus dem Disneyland. Ich weiß, wie viel Aufwand das ist, so riesige Sachen mitzubringen und vor allem auch zu verschicken. Sie kam heile an und ich bin sehr froh. Da seht ihr Mickey als Big Figure. Das ist eigentlich meine erste Big Figure. Daniel sammelt die ja von den ganzen Geburtstagen. Er meint tatsächlich auch, dass die kleiner ist als die anderen Big Figures. Aber ich bin sehr happy. Ich muss jetzt noch einen Platz finden für sie. Sie leuchtet auch. Das ist ganz besonders für die Figur. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sehen wird. Sie hat 219 Euro gekostet. Gab aber Jahreskartenrabatt. Ja, ich habe es jetzt angemacht. Also der Hut leuchtet und auch die 30 unten auf dem Sockel. Aber das sieht man jetzt nicht wegen der Beleuchtung. Ich mache euch mal ein Video mit meinem Handy, wo es dunkel ist. Dann seht ihr auch, wie sie leuchtet. Packe ich euch hier daneben an. Genau, wie gesagt, es gab für uns Jahreskartenrabatt. Und ich bin sehr dankbar der Nadine, dass die Figur heil bei mir angekommen ist. Und ein super Andenken an den 30. Geburtstag. Hier steht nochmal Disneyland Paris 30 mit den ganzen Attraktionen unten. Richtig schön und bin happy, sie zu haben. Ja. Und das war auch das letzte Teil, was ich euch zeigen wollte. Genau, in den nächsten Tagen kommt auf jeden Fall noch das Unboxing von dem ganz besonderen Teil. Und das war's auch schon mit meinem Haul. Ich muss jetzt auch los, deswegen muss ich ihn schnell beenden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss! Ich muss los.